Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Olli und ich verrate euch heute, wie ihr die langweiligsten 6 Minuten des Tages effizient zum Gleichgewichtstraining nutzen könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist eure Zahnbürste, weil wir machen die Übung während dem Zähneputzen. Alle Rollstuhlfahrer unter euch, setzt euch so gut wie es geht auf die Vorderkante der Sitzfläche. Versucht aktiv und so aufrecht wie möglich euch hinzusetzen. Vielleicht ist es den einen oder anderen sogar möglich, das Gewicht etwas auf eine Gesäßhälfte zu verteilen. Hier wieder so aufrecht wie möglich und aktiv wie möglich zu bleiben und dann auf die andere Seite zu shiften. Je eine Minute zum Putzen. Versucht einfach alle eure Rumpfmuskulatur, die ihr irgendwie finden könnt, während dieser Zeit anzuspannen. Für alle Stehenden unter uns, wir machen die Übung natürlich im Stehen. Und zwar stellen wir uns auf ein Bein. Hierbei ist es wichtig, dass das Standbein im Knie nicht ganz durchgestreckt ist, sondern leicht gebeugt. Ein wertvoller Tipp ist, die Bauchmuskulatur anzuspannen. Das gibt euch Stabilität im Rumpf. Mit dem anderen Bein, da könnt ihr entweder so Kickbewegungen machen oder Kreisbewegungen oder ihr könnt es einfach zum Ausbalancieren benutzen. Eine Minute auf links und dann eine Minute auf rechts. Für alle die, die das noch zu einfach scheint, ihr könnt euch mit einfachen Mitteln ein Hilfsmittel basteln. Ein Frottetuch, Handtuch mit etwas Klebeband umwickeln, so eine Rolle. Dann legt ihr das auf den Boden, stellt euch drauf und somit habt ihr euch eine wackelige Unterstützungsfläche gebastelt. Die gleichen Bewegungen können natürlich auch hier drauf gemacht werden. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Trainieren. Verschluckt die Zahnbürste nicht.